meine Lieben. Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Seid herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ich habe heute ein Kraftupdate für euch, was ich in den letzten Tagen gebastelt habe. Das möchte ich euch heute gerne mal zeigen. Also, da habe ich mir so Täschchen gebastelt aus einer alten Teeverpackung. So. Ich muss das mal. Hier reinholen. So. Aus so einer Teeverpackung habe ich die gemacht. Da habe ich dann so drei Täschchen übereinander geklebt und habe die dann verziert. Diesem Papier, das hatte ich mir von der lieben Angelika, da hat die mir ein Tauschpäckchen geschickt und das habe ich mir aufbewahrt, weil ich das so schön fand, habe ich mir die Reste, die ich noch gebrauchen konnte, weggelegt und die habe ich jetzt dafür genommen. Dann geht das hier oben so zu. Kann man es auflassen. Da habe ich dann hier so Text rein. Hier habe ich, das war glaube ich mal von der lieben Sarah. Die habe ich mir ausgeschnitten. Und da habe ich dann so kleine Stanzteile drin. Und hier auch. Und die kann man sich dann schön in ein Journal einbauen. Ich habe die Idee, weil ich trinke gerne Tee und da habe ich mir gedacht, Mensch, was kannst du dann daraus mal machen? Dann ist mir die Idee gekommen und dann habe ich mir diese Täschchen gemacht. Habe ich einmal im Langformat gemacht und einmal quer. Also so. Da sind dann auch Text drin. Hier ist noch nichts drin, da kann man noch was reinmachen. Und die habe ich dann auch verziert mit Papieren, Blümchen und ein Ticket. Dann hatte ich noch eine Idee und zwar, ich esse gerne das After Eight. Und da ist mir die Idee gekommen, dass man davon auch Täschchen machen kann. Und die kann man dann als Tag in eine Tasche mit rein arbeiten oder man tut sie so reinkleben. Da meine Nähmaschine kaputt ist, konnte ich leider nicht nähen. Ich wollte hier noch so einen schönen Zickzackstich umranden. Und bei den Teetäschchen, genau, wollte ich das hier auch so schön zickzack umranden, aber da die Maschine spinnt, ging das nicht. Vielleicht kriege ich sie ja noch zum Laufen und dann kann ich mir das ja noch machen. Das ist ja vielleicht auch eine Anregung dann für euch, dass ihr euch hier mit der Nähmaschine so schön drum herum näht. Das waren einmal diese Täschchen, die in quer, also lang und dann hier diese in quer, habe ich dann auch nochmal mit dem After Eight. Das waren die Reste, da habe ich leider nichts mehr von. Dann habe ich mir, ach so, ein Moment. Muss ich mal ein bisschen Platz machen. Leg das mal so hier. Kann man ein bisschen sehen. Ja, so ein bisschen blöd mit dem Tisch. So, dann habe ich mir die kleinen Hängerchen gemacht, die auch von den Teebeuteln übrig blieben. Da habe ich mir so eins gemacht mit so einem kleinen Schmetterling. Die hatte ich schon mal in einem Tutorial gezeigt, wo ich die gehäkelt hatte. Also nicht die. Wie ich sie gehäkelt habe, sondern dass ich sie schon gehäkelt hatte, habe ich dann in einem Tutorial gezeigt und die habe ich mir dann in mein
Alice Journal vorne auf das Cover geklebt. Und der Kleine, der ist übrig geblieben. Da habe ich gedacht, weil das so schön klein ist, der passt prima da drauf. Ja, hier, die sind dann unbehandelt, die kann man sich noch bebasteln. Das sind dann solche. Ne? Die haben dann immer so zwei verschiedene Seiten. Da kann man noch was schön drauf machen. Das sind dann noch mal so drei. Das waren so Restpapiere, die ich hatte. Eins, was unbehandelt ist. Und dann habe ich mir diese kleinen hier gemacht. Die sind auch noch unbehandelt. Die sind schon verziert. Und die drei habe ich so nur mit Washi-Tape umklebt. Da muss man das nicht wegschmeißen. Man kann das alles verarbeiten. So, und dann habe ich mir noch Tickets gemacht. Paar Stück. Ich bin nicht so der große Stempler, aber man kann es erkennen. Das waren die Tickets. Und dann habe ich mir noch Briefkuvert gemacht. Aus dem DIN-Langen Briefkuvert oder wie man die nennt, habe ich die. Die waren. Ne, so. Ne, das gehört nicht dazu. Das gehört hier dazu irgendwie. Das sind die langen. Ach so, das sind hier zwei Fenster. Können ja nicht passen. Die haben ne, auch nicht zusammengehört. Ich krieg das jetzt gar nicht mehr zusammen. Nee, das waren genau die zwei gehören zusammen. Was so und so, genau. Und ich habe das dann hier so passend gemacht, dass das auf beiden Seiten ziemlich gleich ist. Und dann ergibt sich das, ergibt noch so einen kleinen. Das mit den Kuverten gemacht habe, das kann ich euch jetzt mal ganz kurz noch zeigen. Ich habe mir das dann hier so gefaltet, dass hier das Hüben und drüben ziemlich gleich ist. Und dann habe ich mir das auseinandergeschnitten. Dann habe ich links und rechts Washi-Tape dran geklebt. Das sieht man ja hier. Das ist dann so einer. Hier auf beiden Seiten, links und rechts. Habe das dann hier oben gestanzt. Habe mir das dann hier bis hier eingeschnitten, dass ich das umklappen konnte, wie das hier aussieht. Und bei dem habe ich dasselbe gemacht. Auch links und rechts Washi-Tape. Ich tue das Washi-Tape aber immer, ich mache dann immer noch so einen ganz dünnen Streifen Uhu hinten und vorne und mache dann das Washi-Tape erst auf dieser Seite und dann klappe ich das um. Ja, meine Lieben, das wollte ich euch noch schnell zeigen. Und
So sehen die Briefkuverte dann aus, wenn sie fertig sind. Kann man sich noch so ein kleines Täschchen machen. Und das kann man mit ins Journal arbeiten. Und da kann man dann Text hier, genau das hier, sowas wie das hier, da reinmachen. Oder was anderes an Kleinigkeiten. Habe ich dann gemacht. Ja, meine Lieben, und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt bitte dran. Es geht gleich weiter. Ich will das mal gerade hier einpacken. Ich habe mir schon so ein bisschen was vorbereitet. So. Also ihr braucht erstmal Teebeutel. Das ist das Allerwichtigste, sonst könnt ihr das nicht machen. Also da ich ein Teetrinker bin, gibt es immer viel Teebeutel. Da ich ein Teetrinker bin, sammeln sich bei mir sehr viele Teetäschchen und die Anhänger. So, dann fangen wir mal an mit dem ersten. Den kleben wir erstmal auf, so weit hier oben, dass hier so noch so, dass hier oben noch so viel Platz ist. Klappen wir das auf. Dann nehmen wir den nächsten. Legen den hier hin und kleben den so hier hin, dass hier so ein bisschen Platz ist. Das machen wir jetzt mal. Ach so, und vorher muss ich den erst noch mal schnell bearbeiten. Dann nehme ich den kleinen Locher, setze den hier an und das ist jetzt ein bisschen doof. Egal, wird schon gehen. Und stanze mir dann hier ein kleines Loch rein, dass ich den richtig aufmachen kann. So, jetzt muss ich mal gucken. Bisschen Luft lassen hier. So kann man noch ein bisschen hochgehen. Genau, so soll das sein. Dann klebt man den hier an und den nächsten klebt man genauso, den legt man hier an. So, den werde ich aber jetzt vorher erstmal mit der kleinen Lochstanze hier stanzen. Und dann kommt da U drauf. Dann lege ich mir das hier an. Dass es zugeht, gucke ich, schiebe mir das noch ein bisschen. So passt das perfekt. Das ist ein bisschen zu. So. So. Schief. Vorführeffekt. So ist es perfekt. So, das sind dann schon mal die drei Täschchen. Hier, das tue ich mir jetzt noch mal, wenn es noch funktioniert, noch mal stanzen. Das habe ich vergessen, aber das passt schon. So.
der Tag ist 14 Zentimeter lang und 7,5 Zentimeter breit, also lang, breit. Die Papiere dafür haben eine Länge von 6 cm und 5 cm breit. Gucke ich jetzt mal, ob ich das genauso. Er war zwar nicht ganz getroffen, aber egal. So, und ihr könnt das hier ja schön rundherum nähen. Dann kommt das zweite. Das ist 5,5 lang und 5,1 breit. Und das kleben wir hier auf diese Fläche bis hier oben hin. Ach so, jetzt hätte ich es. Ja, ich gucke da noch mal. Knicken wir das. Hier ist ein bisschen schief geworden. Da muss ich mir noch mal ein Stück Papier holen. Einen Moment. Und dann habe ich mir hier vorne die Lasche, die habe ich mir noch schön sauber abgeschnitten. Auf beiden Seiten. Das ist jetzt. So. Mache ich das mal sofort. Ich bin ja kein Freund vom großen Messen. Und dann
klebe ich das hier drauf. So. So, und ihr könnt das ja hier schön verzieren, was ich nicht machen konnte. Und dann könnt ihr euch das noch sehr schön dekorieren, wie ihr das gerne haben möchtet. Und dann habt ihr erstmal diese drei Tischchen. Verzieren tue ich sie nicht, weil ich möchte ja nur das Tutorial mit euch machen. So, und jetzt kommen wir zu den zweiten, die quer gemacht werden. Ist genau dasselbe Prinzip. Ich habe mir das auch schon alles vor. Also das ist 14 cm lang, das Tag, und 8 cm in der Breite. 14 lang, 8 breit. Und da kleben wir jetzt die Täschchen drauf. Naja, egal. Ich mache es jetzt mal kurz anders, weil ich wollte das ja, bevor ich das aufklebe, schon wieder einen Fehler gemacht. Ich noch mal schnell da rein, um mir das zu stanzen. So, und dann kommt der. Schon mal kurz schauen. Das war 5,5 und 5,1. Aber das hatte ich ja schon gesagt, ne? So, dann kann ich das jetzt hier auch ausstanzen. Also ich sag ja mal, der Uhu von Action ist ja nicht schlecht, aber wenn du den mal an der Hände hast, ist eine Katastrophe.
hier habe ich die auch an den Rändern abgeschnitten. Und die sind 5,3 mal 3,3 lang. Also 5,3 lang und 3,3 breit. Weil ja manche immer gern die Maße wissen, aber das sind jetzt halt die Maße für diese Teebeutel. Es gibt ja verschiedene, es gibt noch größere, es gibt noch kleinere. Also das variiert dann, dann muss man sich das selber zusammen machen. So. Also 5,3 lang und 3,3 breit. Der stimmt auch nicht so ganz, aber das ist nicht so schlimm. Das ist ja jetzt nur zur Demonstration, das soll ja jetzt nichts Weltbewegendes werden. Ich wollte euch das ja nur mal zeigen, wie ich die gemacht habe. So. So, meine Lieben, das war eigentlich das Tutorial. Ich hoffe, es gefällt euch und zeige euch nochmal, wie sie aussehen, wenn sie fertig geschmückt sind, sage ich mal. Hier habe ich auch so ein kleiner Hänger von der Teeverpackung, also vom Teebeutel. Den habe ich mit so einem kleinen Steinchen verziert und dann hier so verziert. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich mal das eine oder andere Teebeutelchen-Verpackung sehe. Würde ich mich sehr drüber freuen. Dann möchte ich noch mal ein dickes, dickes Herz für meine neuen Abonnenten, wie die Angelika das immer macht, da freue ich mich immer. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mich abonniert habt und zu mir gefunden habt. Über Anregungen, was ich machen könnte oder wie ich es anders machen könnte, dürft ihr mir gern in die Kommentare schreiben, weil ich will ja wachsen, ich will ja nicht immer nur so klein bleiben. Ja, meine Lieben, dann sage ich, bleibt mir alle gesund und dann sage ich, bis zum nächsten Video. Tschüss!